Lerneinheit 1, Übung 1. Bitte zur Information. Herr Meier, bitte zur Information. Achtung, Herr Hans Meier, bitte zur Information. Lerneinheit 1, Übung 1. Bitte zur Information. Herr Meier, bitte zur Information. Achtung! Herr Hans Meier, bitte zur Information. Lerneinheit 1, Übung 2. Guten Tag, mein Name ist... Guten Tag, mein Name ist Meier. Guten Tag, Herr Meier. Heißen Sie Hans Meier? Nein, mein Vorname ist Peter. Moment, ich bin Hans Meier. Lerneinheit 1, Übung 4. Zahlen 1 bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lerneinheit 1, Übung 8. Menschen am Bahnhof. Guten Tag, Frau Soprana. Herzlich willkommen. Danke für die Blumen. Auf Wiedersehen. Gute Reise, Frau Nolte. Auf Wiedersehen, Herr Noll. Hallo, ich heiße Claudia. Und du? Ich heiße Klaus. Tschüss, Claudia. Halt! Wie heißen Sie? Oh, Verzeihung. Mama! Nein, pfui! Lerneinheit 2, Übung 5. Du. Hallo? Hallo, Sarah. Hier ist Jan. Hallo, Jan. Wo bist du, Sarah? Ich bin in Bremen. Und wo bist du? In Berlin. Was machst du? Arbeitest du? Nein, ich arbeite nicht. Wann kommst du, Sarah? Ich komme bald, Jan. Ja, bald. Auf Wiederhören, Jan. Auf Wiederhören, Sarah. Lerneinheit 3, Übung 1. Das ist kein... Verzeihung. Ja, bitte? Da kommt kein Geld. Ist der Geldautomat kaputt? Das ist kein Geldautomat. Das ist ein Fahrkartenautomat. Das ist kein Geldautomat? Nein, der Geldautomat ist dort. Oh, danke. Lerneinheit 3, Übung 3. Drei Telefongespräche. Gespräch 1. Hallo? Hier ist Anna. Ach, Anna, hallo. Wo bist du? Ich bin am... Wo? Hallo? Hörst du? Hörst du? Ja, ich höre. Ist das eine Sängerin? Nein. Das ist keine Sängerin, das ist eine Verkäuferin. Ach, eine Verkäuferin. Bist du am Bahnhof, Anna? Ja, Tanja. Ich komme. Ich komme. Gespräch 2. Hallo? Hallo? Mario? Du Mario! Was ist denn das? Ist das ein Radio? Nein, das ist kein Radio. Wie bitte? Das ist kein Radio. Das ist ein Klavier. Meine Frau spielt Klavier. Oh, schön. Du Mario, was ich dir sagen wollte, ist folgende. Gespräch 3.
Maler, guten Tag. Guten Tag, Herr Maler. Hier ist Mohn. Ja, Herr Mohn, wo sind Sie denn? Ich warte. Ich warte. Sind Sie in Frankfurt? Ja, aber... Wie bitte? Herr Mohn, sind das Krankenwagen? Nein, das sind keine Krankenwagen. Das sind Polizeiautos. Wie bitte? Polizeiautos. Hier ist ein Unfall. Ja, Herr Mohn. Wann kommen Sie denn? Ich warte. Ich komme in... Lerneinheit 3, Übung 5. Am Bahnhof. Hallo Jörg, da bist du ja. Hallo Veronika, wie geht's? Danke, gut. Veronika, sag mal, wo sind denn deine Kinder? Meine Kinder sind dort. Sie kommen gleich. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Mein Sohn Ralf ist 10. Was? Dein Sohn ist schon 10? Ja. Und deine Tochter? Wie alt ist deine Tochter? Clara ist 7. Ah, da kommen die zwei. Hallo. Hallo. Guten Tag, Ralf. Guten Tag, Clara. Sag mal, Clara, was ist das denn? Dein Baby? Das ist mein Kamel. Aha, das ist dein Kamel. Wie heißt es denn? Es heißt Jörg. Guten Tag, Jörg. Guten Tag, Jörg. Aber jetzt los, Jörg, Clara und Ralf. Das Taxi wartet. Lerneinheit 3, Übung 7. Mama, wo ist mein Ball? Mama! Ja? Wo ist mein Ball? Mein Ball ist nicht da. Uwe, hier ist dein Ball. Das ist nicht mein Ball. Das ist der Ball von Vanessa. Ach ja, das ist ihr Ball. Mama! Moment, Uwe, das Baby. Wo ist seine Flasche? Ach ja, hier. So, Kai. Mama, wo ist mein Auto? Hier, Vanessa. Mama, das ist nicht mein Auto. Das ist das Auto von Uwe. Ach ja, das ist sein Auto. Vanessa, dein Auto ist leider kaputt. Oh. Aber hier ist dein Ball. Mama, wo ist mein Ball? Dein Ball ist da. Hier, Uwe. Guten Tag. Ihre Fahrkarten, bitte. Oh nein, wo sind denn meine Fahrkarten? Moment bitte. Kein Problem. Ich warte. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Ah, da. Da sind Sie. Bitte. Danke. Lerneinheit 3, Übung 9. Ihre Nummer bitte. Gespräch 1. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist Ihre Nummer, bitte? Oh, wo ist meine Nummer? Meine Nummer ist nicht da. Ah, da ist sie. Bitte Koffer Nummer 137. Bitte? Ihr Koffer? Aber das ist nicht mein Koffer. Das ist Nummer 127. Oh, Verzeihung. Hier, das ist Ihr Koffer. Nummer 137. Gespräch 2.
Guten Tag. Meine Tasche, bitte. Nummer 523. Nummer 523? Das ist keine Tasche. Das ist ein Koffer. Was? Ein Koffer? Ja, das ist ein Koffer. Keine Tasche. Oh, Verzeihung. Die Nummer ist 528, nicht 523. Ja, 528. Die Nummer ist richtig. 528. Ah ja, hier. Das ist Ihre Tasche. Ja, richtig. Das ist meine Tasche. Und bitte noch meine zwei Koffer. Hier sind die Nummern. Nummer 522 und 533. So, Ihre Koffer sind da. Und Ihre Tasche ist da. Ihr Gepäck ist komplett. Gute Reise. Lerneinheit 4, Übung 1. Das Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü, SZ. Lerneinheit 4, Übung 2. Wie ist die Autonummer? 1. Hallo. Hallo? Ja. Hallo, mein Auto ist kaputt. Wie ist die Nummer? Wie bitte? Wie ist Ihre Autonummer? Ach so, MJK 531. MJK 531? Ja, es ist ein BMW. Der ADAC kommt gleich. Danke. 2. Mein Auto, es ist kaputt. Hallo? Ja, wie ist die Autonummer? Das ist TÜ PD 34. Der ADAC ist gleich da. Vielen Dank. 3. Hallo? Hallo? Sind Sie da? Ja, hallo. Guten Tag. Mein VW ist kaputt. Wie ist Ihre Autonummer? UFO 88. Ein VW? Ja. Der ADAC kommt gleich. Danke. Ich warte.
4. Hallo? Ja? Mein Auto ist kaputt. Wie ist die Nummer? Meine Autonummer? Ja. Das ist BADEN99. Okay, der ADAC ist gleich da. Vielen Dank. 5. Hilfe, mein Auto. Ja? Hilfe, mein Auto ist kaputt. Es ist ein Ford. Und die Nummer? Die Nummer? Wie ist Ihre Autonummer? Moment. Ach ja, meine Autonummer ist BMW179. BMW179? Ja, BMW179. Der ADAC kommt. 6. Guten Tag, mein... Hallo? Hallo? Hallo! Ja? Mein Volvo ist kaputt. Wie ist Ihre Autonummer? LÖHI43. LÖHI43. Danke, der ADAC kommt gleich. Sehr gut, danke. 7. Hallo? Ja? Mein Auto, es ist ein Mercedes, ist... Hallo? Ja, mein Mercedes ist kaputt. Wie ist die Autonummer? Die Nummer? HHMM616. HHMM616? Ja, richtig. Der ADAC ist gleich da. Okay, danke. 8. Hallo? Hallo? Ist da denn kein Mensch? Hallo? Hallo? Hallo, ich bin... mein Auto hat... Also, das Auto ist kaputt. Mein Auto ist ein Toyota und... Wie ist denn Ihre Autonummer? Meine Autonummer? Das ist HALFS28. Wie bitte? HALFS28. Okay, der ADAC kommt gleich. Lerneinheit 4, Übung 3. Wörter. Teil A. Taxi. T. A. X. I. Du. D. U. Da. D. A. Jan. J. A. N. Mama. M. A. M. A. Mann. M. A. N. N. Ich. I. C. H. Vergangenheit. V. E. R. G. A. N. G. E. N. H. E. I. T. 10. Z. E. H. N. Bahnhof.
B A H N H O F. Krankenwagen. K R A N K E N W A G E N. Eins. E I N S. Zwei. Z W E I. Polizei. P O L I Z E I. Wo? W O. Ist. I S T. Jung. J U N G. Teil B. Mädchen. M Ä D C H E N. Ergänzen. E R G Ä N Z E N. Gepäck. G E P Ä C K. Jörg. J Ö R G. Hört. H Ö R T. Schön. S C H Ö N. Grüße. G R Ü S Z E. Küssen. K Ü S S E N.
5. F Ü N F. Teil C. Auto A U T O. Frau. F R A U. Träumen. T R Ä U M E N. Verkäufer. V E R K Ä U F E R. 9. N E U N. 19. N E U N Z E H N. Kai. K A I. Thailand. T H A I L A N D. 2. Z W E I. Allein. A L L E I N. Liebe. L I E B E. Briefe. B R I E F E. Lerneinheit 4, Übung 5. Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir? Gespräch A.
Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Frau Meier. Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut. Und Ihnen? Danke, auch gut. Gespräch B. Hallo, Corinna. Hallo, Klaus. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Es geht. Lerneinheit 4, Übung 6. Wo bist du? Wo sind Sie? Gespräch A. Noll, guten Tag. Hallo, Jörg. Hier ist Claudia. Hallo, Claudia. Wo bist du? In München. Ich bin in München. Wann kommst du? Morgen. Noll, guten Tag. Hallo, Jörg. Hier ist Claudia. Hallo, Claudia. Wo bist du? In München. Ich bin in München. Wann kommst du? Morgen. Gespräch B. Nolte, guten Tag. Guten Tag, Herr Nolte. Hier ist Soprana. Guten Tag, Frau Soprana. Wo sind Sie? In London. Ich bin in London. Arbeiten Sie? Nein, ich arbeite nicht. Nolte, guten Tag. Guten Tag, Herr Nolte. Hier ist Soprana. Guten Tag, Frau Soprana. Wo sind Sie? In London. Ich bin in London. Arbeiten Sie? Nein, ich arbeite nicht. Lerneinheit 4, Übung 7. Zahlen von 10 bis 100. Teil A. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Vierzig. Fünfzig. Sechzig. Siebzig. Achtzig. Neunzig. Hundert. Teil B. Null. Zehn. Zwanzig. Dreißig. Vierzig.
50, 60, 70, 80, 90, 100. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Teil C. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. 17, 70, 18, 80, 19, 90, Lerneinheit 4, Übung 8. Wie alt sind die Personen? Teil A. Ich bin 16. Meine Großmutter ist 60. Ich bin 40. Mein Hund ist 14 Jahre alt. Ich bin 18. Mein Großvater ist 80. Ich bin 15. Mein Vater ist 50. Ich bin 90. Mein Lehrer ist 19. Teil B. Ich bin 16. Meine Großmutter ist 60. Ich bin 40. Mein Hund ist 14 Jahre alt. Ich bin 18. Mein Großvater ist 80. Ich bin 15. Mein Vater ist 50. Ich bin 90. Mein Lehrer ist 19. Lerneinheit 4, Übung 9. Das ist meine Familie. Das ist mein Bruder. Er ist 24 Jahre alt. Sein Name ist Uwe. Der Hund von Uwe heißt Bello. Das ist meine Mutter. Sie wohnt in Berlin. Ihr Auto ist 14 Jahre alt. Das sind meine Großeltern. Mein Großvater heißt Kurt und ist 72 Jahre alt. Meine Großmutter ist 68 und heißt Anna. Meine Schwester spielt Klavier. Sie heißt Emma. Ihre Tochter ist 2 Jahre alt. Lerneinheit 5, Übung 1. Hören Sie zu und schreiben Sie.
Da ist ein Tourist. Er wartet. Aber da ist kein Taxi. Da ist kein Bus. Ein Kamel kommt. Der Tourist sagt, guten Tag. Aber das Kamel geht. Da ist ein Tourist. Er wartet. Aber da ist kein Taxi. Da ist kein Bus. Ein Kamel kommt. Der Tourist sagt, guten Tag. Aber das Kamel geht. Lerneinheit 5, Übung 2. Vokale und Umlaute. Ein Vater sagt, Hallo. Acht Väter sagen, Tschüss. Eine Tochter kommt aus Köln. Zwölf Töchter kommen aus München. Eine Mutter schickt Blumen. Fünf Mütter schicken Briefe. Sieben Touristen schreiben ein Wort. Vier Jungen lieben Wien. Zwei Mädchen leben in Wien. Zehn Frauen träumen in Berlin. Augenzwinkern. Deutsch lernen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, danke. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt was auf Deutsch? Na, das da. Das da. Das ist eine Ansichtskarte. Der, die oder das? Wie bitte? Heißt es der Ansichtskarte oder die Ansichtskarte oder das Ansichtskarte? Es heißt die Ansichtskarte. Und wie schreibt man das? Wie bitte? Wie schreibt man das? Buchstabieren Sie bitte. A-N-S-I-C-H-T-S-K-A-R-T-E. Vielen Dank. Und das? Wie heißt das auf Deutsch? Was? Na, das da. Das ist eine Zeitung. Zeitung? Buchstabieren Sie bitte. Hören Sie mal, ich bin Verkäuferin, bin kein Wörterbuch. Wörterbuch? Heißt es der, die oder das Wörterbuch? Lerneinheit 6, Übung 7. Wartest du schon lange? Hallo, wartest du schon lange hier? Naja, schon eine Stunde. Schon eine Stunde? Ja, mein Bus kommt nicht und mein Regenschirm ist kaputt. Kein Problem, mein Regenschirm ist groß. Bitte. Dankeschön, das ist sehr nett. Lerneinheit 6, Übung 8. Wartet ihr schon lange? Hallo, wartet ihr schon lange hier? Naja, etwa 20 Minuten. Schon so lange? Ja, unser Taxi kommt nicht. Warum telefoniert ihr nicht? Unsere Mobiltelefone sind leer. Na, kein Problem. Unsere Handys funktionieren. Hier bitte. Vielen Dank, das ist toll. Lerneinheit 6, Übung 9. Habt ihr Probleme? Hallo, habt ihr Probleme? Naja. Seid ihr schon lange hier? Naja, 2 Tage. Woher kommt ihr denn? Aus Hamburg. Und ihr?
Wir sind aus Rostock. Ist euer Zelt kaputt? Nein, unser Zelt ist nass. Sind eure Schlafsäcke auch nass? Ja, natürlich. Und unsere Luftmatratze ist kaputt. Wir packen. Ach, warum denn? Unser Zelt ist trocken. Unsere Luftmatratzen sind bequem, unsere Schlafsäcke sind sauber. Wie bitte? Ihr spinnt wohl. Lerneinheit 7, Übung 4. Sie kann... Und? Jetzt sag mal, wie ist sie denn? Wie sie ist? Na, toll. Einfach toll ist sie. Und kocht sie gut? Oh ja, sie kocht sehr gut. Natürlich kocht sie gut. Und sie spielt wunderbar Klavier. Sie spielt Klavier? Kann sie denn auch singen? Natürlich, sie kann singen. Natürlich singt sie wunderschön. Und kann sie tanzen? Wunderbar. Natürlich tanzt sie wunderbar. Und sie fotografiert auch ganz toll. Das ist ja fantastisch. Sie tanzt gut, sie singt gut, sie spielt gut Klavier, sie kocht gut und fotografieren kann sie auch. Du bist sicher sehr verliebt. Oh ja. Und morgen kommt sie. Lerneinheit 8, Übung 1. Lebensmittel im Angebot. Liebe Kunden, unsere Preise sind Rekord. Heute Äpfel, 5 Kilo, 6,45 Euro. Tomaten, 1 Kilo, 2,25 Euro. Kartoffeln, 10 Kilo, 3,30 Euro. Pilze, 500 Gramm, 3,55 Euro. Bananen, 5 Kilo, 4,89 Euro. Milch, 1 Liter, 95 Cent. Brot, 500 Gramm, 2,70 Euro. Zwiebeln, 2 Kilo, 2,19 Euro. Karotten, 3 Kilo, 3,99 Euro. Liebe Kunden, das sind Rekordpreise. Lerneinheit 8, Übung 2. Zahlen von 100 bis 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 101, 202, 303, 404. 111, 212, 313, 414. 120, 121, 122, 123, 333, 555, 777, 888, 999. Lerneinheit 8, Übung 4. Wie viel wiegt das? Friedrich, komm doch mal. Ja, Hertha, ich komme ja schon. Was ist denn? Friedrich, sag mal, die Zwiebeln hier, was wiegen die? Moment, Hertha. Sie wiegen genau 748 Gramm.
748. Ist das gut so? Ja, Friedrich. Hertha, ist das alles? Nein, Friedrich, ich möchte noch Äpfel. 1 Kilo Äpfel. Hier, Hertha. Wie viel Gramm sind das denn hier? Genau 882. Also, die Äpfel wiegen 900 Gramm. Nein, Hertha, das sind 882. Gut, Friedrich. Was noch, Hertha? Kartoffeln. Wie viel Gramm sind das, Friedrich? Genau 999. Nicht 1000? Nein, Hertha. Na ja, macht nichts. Und jetzt noch Tomaten. 1 Pfund. Hertha, das hier sind genau 616 Gramm. 616. Gut, Friedrich. Und dann noch 1 Kilo Karotten. Die Karotten wiegen 970 Gramm. In Ordnung. Und jetzt noch Pilze. 10 Pilze, das sind so 200 Gramm. Hm. 10 Pilze wiegen 224 Gramm. Was meinst du? 200 Gramm, Friedrich. Mach 200 Gramm. Also. Hm. Also, die 10 hier, das sind 224 Gramm. Und 9 Pilze? Das sind 195 Gramm. Aber hier der Pilz noch. Ja, Hertha, 198 Gramm genau. Gut so? Ja, sehr gut, Friedrich. Das ist alles. Komm, wir gehen. Ja, Hertha. Lerneinheit 8, Übung 5. Im Kaufhaus. Mama! Papa! Mama! Papa! Komm mal her. Wir finden Papa und Mama schon. Weinst du? Du weinst ja. Nicht weinen. Sag mir erst mal deinen Namen. Wie heißt du denn? Jan Peter. Also Peter heißt du und... Nein, Jan Peter. Ach so, Jan Peter heißt du. Und dein Nachname? Wie ist dein Nachname? Bauer. Bauer? Du heißt Jan Peter Bauer? Ja. Und wie alt bist du? 4. Prima. Du heißt also Jan Peter Bauer und bist 4 Jahre alt. Warte mal. Mama und Papa sind gleich da. Achtung, Achtung! Jan-Peter Bauer, 4 Jahre alt, sucht seine Eltern. Herr und Frau Bauer, kommen Sie bitte zur Information. Lerneinheit 8, Übung 6. Pizza Express. Pizza Express, guten Abend. Hallo, hier ist Lisa. Ich möchte 10 Pizzas, bitte. Lisa? Wie heißt du denn weiter? Neumüller, Lisa Neumüller. Aha. Und wo wohnst du, Lisa? In Bonn natürlich. Ja, in Bonn natürlich. Aber wie ist deine Adresse? Beethovenstraße 9. Okay, also du möchtest eine Pizza? Nein, 10 Pizzas bitte. Also 5 Pizza Nummer 6 und 5 Pizza Nummer 12. Mit Ketchup und 2x Pommes frites. Schnell bitte. Sag mal, Lisa, ist dein Vater da?
Nein, aber meine Freunde sind hier. Und Bello, unser Hund. Ach ja, eine Pizza Nummer 1. Für Bello noch. Ist deine Mutter da? Nein, Mama ist auch nicht da. Du, dann geht das nicht. Tut mir leid. Und die Pizza? Tja, Lisa, kein Papa, keine Mama, keine Pizza. Also tschüss, Lisa. Tschüss. Lerneinheit 8, Übung 8. Musikquiz im Radio. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserem Musikquiz. Wie immer fragen wir, wie heißt das Musikstück und wer ist der Komponist? Aber jetzt erstmal die Musik. Hören Sie gut zu. Ja, hallo, guten Tag. Wie ist Ihr Name, bitte? Ich heiße Roswitha Bayer. Ich bin verheiratet und ich bin Hausfrau. Haben Sie Kinder? Ja, 2. Sie sind 4 und 6 Jahre alt. Und wo wohnen Sie? In Bremen. Gut, dann viel Glück. Also, wie heißt der Komponist? Mozart. Tut mir leid, Frau Bayer, das ist leider falsch. Schade. Ja, wirklich schade. Also, dann auf Wiederhören, Frau Bayer. Guten Tag, wie heißen Sie bitte? Geißler. Rudolf Geißler. Heute ist mein Geburtstag. Da habe ich bestimmt Glück. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt sind Sie denn, Herr Geißler? 43. Und wo wohnen Sie? In Oldenburg. Also dann, wie heißt der Komponist? Josef Haydn. Ist das richtig? Nein, leider falsch. Schade. Naja, ist ja nicht schlimm. Vielen Dank, Herr Geißler, und auf Wiederhören. Hallo? Hallo, hören Sie? Wer ist da bitte? Ja, hier ist Jochen König aus Bad Segeberg. Sie sind noch sehr jung. 17. Ich bin noch Schüler. Also dann, wie heißt der Komponist? Ihre Antwort bitte. Johannes Brahms. Auch das ist falsch. Schade, tut mir leid. Auf Wiederhören, Herr König. Ja, bitte? Der Komponist ist Beethoven und das Stück ist die Symphonie Nummer 3. Genau, richtig. Sehr gut, Herr. Wie ist Ihr Name, bitte? Und woher kommen Sie, bitte? Mein Name ist Klaus Beckmann. Ich bin aus Wilhelmshaven. Und was machen Sie? Was ist Ihr Beruf? Ich studiere Elektrotechnik. Herzlichen Glückwunsch, Klaus. Sie haben 100 Euro gewonnen. Lerneinheit 8, Übung 9. Rocklegenden, Poplegenden. Und hier ist schon unser nächster Kandidat. Heiner Kunze aus Drochtersen bei Stade. Guten Abend, Herr Kunze. Guten Abend. Sie sind Spezialist für Rockmusik. Ja. Dann kennen Sie natürlich dieses Stück. Ja, natürlich. Das ist Hey Joe von Jimi Hendrix. Ja, klar. Das stimmt. Gut.
aber jetzt kommen erst die richtigen Fragen. Sie kennen unser Spiel, Herr Kunze? Ja. Prima. Also, 4 Fragen, 4 richtige Antworten und Sie gewinnen 1000 Euro. Also 200 Euro pro Frage. 250. Ja, natürlich. Entschuldigung, Sie können richtig rechnen. So, hier kommt Frage Nummer 1. Beginnen wir mit Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ist 1942 in Seattle geboren. Wann ist er denn gestorben? 1970 in London. Richtig, stimmt. Und gleich die Frage Nummer 2. Ray Charles. 2004. Bitte? Ray Charles ist 2004 gestorben. Ja, das stimmt. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wann ist er geboren? Moment, Ray Charles. 1930. Ja, 1930. Genau, 1930. 500 Euro für Sie. Frage Nummer 3. Freddie Mercury ist 1946 geboren. Stimmt. Ja, natürlich, 1946. Wann ist er denn gestorben? 1991. Moment, ist das auch richtig? Ja, 1991, das stimmt auch. Prima, Herr Kunze. Noch eine Frage, Herr Kunze. Und Sie haben die 1000 Euro. Also, Elvis Presley. Ja. Elvis Presley, 1977 gestorben. Wann ist er geboren? Warten Sie mal, 1934 oder doch 1935? Was ist Ihre Antwort? 1900... Ja? 35. Ja, 1935. 1935, das ist richtig! Fantastisch, Herr Kunze. Hier sind Ihre 1000 Euro. Lerneinheit 9, Übung 1. Zischlaute. Katze, Matratze, Platzen. Pizza, Pilze, Polizei. Zug, Zahl, Zukunft. Zehn, Zelt, zufrieden. Zwei, Zwilling, Zwiebel. Gesicht, Rasieren, Lösung. Saft, sehr, sauber. Sechs, Sorte, Sohn. Bus, Kuss, Tschüss. Gruß, groß, nass. Dreißig, fleißig, Wasser. Flasche, Tasche, Tischler. Schön, schnell, scheußlich. Schlafsack, schneiden, schaffen.
Lerneinheit 9, Übung 2. Zwei Matratzen platzen. Zwei Matratzen platzen. Lisa rasiert 7 Gesichter. Das Wasser ist nass. Schwester Natascha ist geschieden. Das Zelt ist sehr sauber. Sein Sohn schneidet 212 Zwiebeln. Das sind 777 Sorten Pilze. Herr Sundermann schafft schnell 22 Flaschen. Lerneinheit 9, Übung 4. Möchtest du etwas essen? Habt ihr Durst? Gespräch A. Möchtest du etwas essen? Ja, gern. Ich habe Hunger. Haben wir Käse? Ja. Mit oder ohne Brot? Lieber ohne Brot. Gespräch B. Habt ihr Durst? Oh ja. Wir möchten gern etwas trinken. Möchtet ihr Saft? Nein, danke. Lieber Mineralwasser. Lerneinheit 9, Übung 6. Konjugationsspiele. Ich habe Hunger. Du hast Durst. Er hat Brot. Sie hat Butter. Wir haben Hunde. Ihr habt Katzen. Sie haben Probleme. Ich möchte tanzen. Du möchtest telefonieren. Er möchte schwimmen. Sie möchte tauchen. Wir möchten spielen. Ihr möchtet arbeiten. Sie möchten träumen. Lerneinheit 9, Übung 8. Valeria kommt aus Italien. Gespräch 1. Hallo, Volker. Tag, Heike. Wie geht's? Danke, gut. Übrigens, das ist Valeria. Sie kommt aus Italien. Hallo, Valeria. Hallo. Studierst du hier? Nein, ich möchte hier arbeiten. Ach so. Gespräch 2. Guten Abend, Frau Humboldt. Guten Abend, Herr Bloch. Das ist Herr Winter. Freut mich. Guten Abend. Guten Abend. Herr Winter kommt aus Australien. Er möchte hier eine Reportage machen. Ach, dann sind Sie Reporter. Nein, ich bin Fotograf. Lerneinheit 10, Übung 1. Hören Sie zu und schreiben Sie. Maria ist 24 Jahre alt und Reporterin von Beruf. Sie kommt aus Italien.
Ihr Hobby ist Musik. Sie hat 7 Gitarren. Trotzdem ist sie nicht zufrieden. Sie möchte lieber 20 Gitarren haben. Natürlich kann ihre Katze auch Gitarre spielen. Maria ist 24 Jahre alt. Und Reporterin von Beruf. Sie kommt aus Italien. Ihr Hobby ist Musik. Sie hat 7 Gitarren. Trotzdem ist sie nicht zufrieden. Sie möchte lieber 20 Gitarren haben. Natürlich kann ihre Katze auch Gitarre spielen. Lerneinheit 10, Übung 2, Menschen und Arbeit. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich bin Medizinstudent und möchte hier ein Praktikum machen. Ein Praktikum? Ja. Moment, da ist Dr. Huber. Der kann Ihnen helfen. Sie sind Frau Busse. Ja, mein Name ist Vera Busse. Und Sie möchten hier arbeiten? Ja, sehr gerne. Ich möchte eine Stelle als Sekretärin. Eine Stelle als Sekretärin. Wir haben eine Stelle frei. Können Sie denn Englisch? Kann ich Ihnen helfen? Vielleicht. Es ist so, ich suche Arbeit. Das tut mir leid. Es ist kein Arbeitsplatz frei. Schade. Trotzdem vielen Dank. Wie geht's dir? Hast du viel Arbeit? Nein, nicht viel. Mein Chef ist nicht da. Wo ist er denn? Er ist im Ausland. Im Ausland? Und wo? In Griechenland. Aha. Komm, wir trinken einen Kaffee. Guten Morgen, Kinder. Ich bin heute eure Lehrerin. Mein Name ist Yalçın Tepe. Sind Sie Ausländerin? Nein, mein Ehemann ist Ausländer. Ach so. Und was machen wir heute? Wir rechnen. Also, wer kann? Guten Tag. Firma Deto hier. Mein Name ist Müller. Wie heißt die Firma? Demo? Nein, hier Firma Deto. D-E-T-O. Oh, da bin ich falsch. Entschuldigen Sie bitte. Augenzwinkern. Sekretärin gesucht. Also, Sie möchten hier arbeiten. Was können Sie denn? Ich kann sehr gut schwimmen, tauchen und surfen. So? Ja, und ich spiele Klavier und singe auch sehr schön. Aha. Kochen ist auch kein Problem. Ich kann fantastisch kochen. Wirklich? Natürlich kann ich auch Tennis spielen und reiten. So. Und wie schnell können Sie Briefe schreiben? Briefe schreiben? Ja, Briefe schreiben. Sie können doch Briefe schreiben. Leider nein. Und Sie? Ich? Natürlich kann ich Briefe schreiben. Prima.
Dann teilen wir die Arbeit. Ich schwimme, reite und spiele Tennis und Sie schreiben die Briefe.